So, hallo, ich begrüße euch zu Super Mario Maker 2. Denn der gute Twax und Counter haben jeweils ein Level gebaut. Twax ist dann allerdings das erste Level, deswegen fangen wir mit ihm erstmal an. Der hat sich jetzt auch eine Switch besorgt und hat jetzt auch Mario Maker Level gebaut. Das hat er mir jetzt nicht direkt geschickt oder so, das hat er einfach auf den Emero Discord gepackt. Und da habe ich es natürlich entsprechend mitbekommen. Twax baut sowohl Kaizo als auch normale Sachen in SMW. Also bin ich mal gespannt, was er sich hier ausgedacht hat. Erstmal das hier. So. Hier nennt er sich Kawaii T. Okay, alles klar. Man kann ja den Namen auch irgendwie wieder ändern, ne? Aber gut. Altair. Kurz und knackig. Ja, uff. Ja, das wird nix. Der Abschlussrate. Ei, aber ich meine, gut, jetzt haben wir es 7 Leute gespielt. Das ist natürlich jetzt... Da hat einer sich halt sehr oft umgebracht. Na, mal gucken, was los ist. Okay. Das hat er in seinem Level auch schon richtig gerne gemacht. Solche fahrenden Plattformen. Also in SMW. Ach du, grüne Weide, was mache ich denn da? Nehmen wir eigentlich, Moment, haben wir Ton und alles? Ja, wir haben alles. Okay. Das will ich wohl drücken. Oh je, es ist... Hä? Bin ich doof? Wo kam die denn? Hab ich die übersehen? Nein, da ist... Hä, wo kam die denn... Habe ich die mitgenommen? Ach, die nehme ich mit. Und jetzt lasse ich sie... Was? Jetzt lasse ich sie da links liegen. Ich glaube, bei dem On-Off habe ich dann zumindest mal wieder ein bisschen Ruhezeit. Oh, das ist ein das wird ja... und wenn ich den Weltrekord mit 4 Minuten... Ich bin tot. Ich werde spätestens 10 Minuten hier rumragen. Nur so als kleine Vorwarnung. Ach Gott, ey, was mache ich denn da? Uff. Ah, oh, was tut... Oh mein Gott. Ich komme halt mit der Physik einfach nicht zurecht, ne? So, das Ding fällt runter. Und jetzt gehen wir einfach... Ah, oh, da diese Mancha. Sheesh. Dass ich das nicht abschätze. Das sage ich jedes Mal. Ich weiß. Ich weiß, ich wiederhole mich bei allen Sachen, die ich sage. Aber ich verstehe nicht, dass ich sowas nicht abschätzen kann. Das muss man doch sehen, dass der Sprung nicht passt. So, jetzt können wir uns bitte erstmal ausruhen. Danke. Okay. Du kannst einmal... Ja, dann halt nicht. Gut, wir wollen da auf die Goombas. Und dann... Ach Gott, ich kann mich nicht ausruhen. Was? What? Oh, das gibt's doch nicht. Aber dann muss ich... Ich muss so schnell in die Röhre, dass der mir nicht den Switch zumacht, ne? Irgendwie so. Warte, die Eiszapfen fallen gar nicht runter, das merke ich jetzt erst. Die sind gar nicht, dingsig. Gut. Midway. Hä? Aber wie hätte ich jetzt den ersten Tod verhindern sollen?
Hätte ich... Ach so, weil ich gerade durch bin und dann hat er den blauen gedrückt. Ah ja, okay, verstanden. Okay, das wird ja interessant. Das wird vor allem immer schneller. Das Springboard nähert sich dem an. Das ist ja sick gebaut. Das ist ja super sick gebaut. Oh mein Gott, ist das... Das ist aber genial. So verändere ich ja komplett den Rhythmus. Ach du Schande, ich kann es überhaupt nicht abschätzen, wann da was kommt. Aber das ist lustig. Noch. Ab wann? Ich muss. Liegt es daran, dass ich da weiter nach rechts gehe, dass es dann runterfällt? Oder was ist da? Was passiert da? Wie genau muss ich das jetzt abschätzen? Na so nicht. Na so nicht. Aber das, ja, das ist... Okay, je weiter ich rübergehe, umso eher wird er dann rausgespawnt. Ja, ich verstehe. Das heißt, ich will möglichst hier noch bleiben. Ben. Oh, ich kann es nicht erwarten, Emiro in dem Level zu sehen, ne? Aber ich fürchte fast, der wird relativ bald... Na, wobei... Wir werden sehen. Nein, jetzt geht er... Oh, wie mache ich das denn? Ah, wie mache ich das denn? Oh, die Stelle ist schon frech. Die Stelle ist schon frech. Die Stelle ist frech. Jetzt raff ich das erst, dass ich ja durch... Ah, durch das Umstellen holt er sich das... Der holt sich das auf die Art und Weise... Ja, ja, ja. Ich verstehe, wie er sich das... Springboard... Das... Oh Gott, das... Da passt so viel zusammen. Also, da kommt so viel zusammen, wollte ich sagen. Ja, meine Güte. Das ist ja komplett sick. Wie mache ich das da drüben? Also ich darf nicht zu weit nach vorne, sonst hört er auf, sich zu bewegen. Und das wäre suboptimal. Ich muss ungefähr da... Oh. Auf dem Bereich bleiben. Und dann vielleicht nur so ein ganz kleines Stück nach vorne, um auf den Bullet Bill zu kommen. Nicht zu weit nach vorne springen. Ja, das war blöd. Ich darf auch nicht einfach nur stehen bleiben. Ja, so ungefähr. So ungefähr, weil dann, wenn ich da stehen bleibe, dann behalte ich ja den Dings im Screen sozusagen. So, und jetzt kann ich hier... Und dann... Aber dann fehlt mir der Nächste. Wie soll ich denn von da oben weitergehen? Da müsste ja erst der Nächste spawnen. Und damit der spawnt, muss ich aber wieder raus aus der Nummer. Sheesh. Nein. Oh. Okay.
Wie time ich das? Wie time ich das, dass es funktioniert? Das ist doch pures Glück. Das ist gerade mein Problem. Ich habe gerade keine Möglichkeit, das vernünftig... Ich habe halt keine Möglichkeit, das vernünftig zu kontrollieren. Oder sehe ich sie nur nicht? Ja. Ich sehe halt nicht, wie ich das wirklich bewusst kontrollieren kann. Ja, und jetzt ist... jetzt wird er wieder zurückgesetzt. Aber vielleicht muss ich das dann so machen, dass ich das in dem Moment mache, wo der Blaue aktiver ist, sodass der Blaue eine längere Zeit dann bleibt. Nur geht das überhaupt? Das ist die nächste Frage. Ja, jetzt ist wieder... jetzt ist wieder genau andersrum. Ich bräuchte es genau verkehrt rum. Nur so wie es gerade war, bräuchte ich es verkehrt rum, dass das Blaue eben bleibt und nicht das Rote. Wiedersehen. Das wäre sinnvoll und gut. Aber wie er halt gleich wieder so ein Knallerteil raushaut, ne? Es ist so sick. Alter Twakes. Das ist ja der Hammer. Bis hierhin war es lustig, aber da drüben die Bullet-Bildstelle, das ist halt, oder Banzai-Bildstelle, das ist halt, ja, boah, ich mach's jedes Mal verkehrt rum, das gibt's noch nicht. Wie time ich das denn, dass es besser rum ist? Ha. Tschüss. Das ist nicht einfach. What? Ja. Ja, geil. Ne, das ist wieder verkehrt rum. Das gibt's doch nicht. Es muss doch möglich sein, es genau einmal umgedreht so hinzukriegen. Wenn es Glück ist, dann ist es ja ungefähr 50-50. Ungefähr. Wird nicht exakt so sein. Weil es ja... Es ist schon wieder so, dass ich den roten behalte. Das gibt es doch einfach nicht. Ich behalte den roten. Ich will aber den blauen behalten. Warum behalte ich den blauen denn nicht? Ich muss anders springen. Ich darf halt nicht, aber... Oh Gott. Aber ich kann ja nur dann springen, wenn es gerade... Ah. Oh. Aber ich kann ja nur dann springen, wenn es gerade... Da ist die Fläche. Und dann passt es mit dem Blauen da oben nicht. Es bleibt immer das Rote. Egal, was ich mache, es bleibt immer das Rote. Gibt's da nicht. Ja, und jetzt müsste dann der kommen. Den muss ich eher hinten herzaubern. Da muss ich also vorher schon nach rechts lenken. Dass der überhaupt geladen wird. Ach, jetzt habe ich nicht gesprungen. Bin ich nicht gesprungen. Nee. Jetzt kommt halt der Richtige, aber das nützt mir halt nichts.
Ich meine, ich sehe auch den einen Pfeil, aber der sagt mir, glaube ich, der sagt mir nicht, wann ich dahin muss, ist ja klar. Kann ja auch nichts sagen. Aber direkt dahin laufen ist wahrscheinlich falsch. Ja, und jetzt habe ich ihn, reingeladen, aber jetzt. Ah, das ist. Ey, ich werde da bekloppt. Ich muss einen anderen Rhythmus finden. Ich muss einen anderen Rhythmus. Ich gehe jetzt mal direkt dorthin, wo der Pfeil sagt. Sofort mache ich das. So. Und jetzt bleibt er. Und jetzt dreht er. Ah! Ah! Verdammt, das funktioniert. Verdammt, das funktioniert. Da bleibt er und jetzt dreht er um. Und dann passt die Geschichte. Oh mein Gott! Fünf Minuten umsonst aufgeregt. Das funktioniert, aber oh, wow. Okay. Okay, aber es ergibt Sinn. Ja, okay. Ah, das hätte ich nicht gedacht. Ah, ja, tschüss. Ah, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Na, so, zack. Jetzt wieder umgedreht. Boah, das passt ja perfekt. Und jetzt muss ich aber... Oh, der ist auch wieder knapp. Uiuiui. Muss ich den... Ich muss den, glaube ich, vorher rauslassen. Bevor ich da überhaupt drauf lande. Schaffe ich das? Dass ich genug Zeit habe, den mitzunehmen. Aber gut, dann kriegen wir die Stelle jetzt hier hin. Faszinierend. Faszinierend. Ja, das geht. Okay, alles klar. Nein, nicht auf Neustart. Oh Gott, das will bloß nicht. Bloß nicht. Alles nur das nicht. Aber da muss ich noch ein bisschen besser abwarten. Den Moment. Ich hoffe, ich habe die Zeit. Es ist erstaunlich, wie gut das klappt, wenn man es weiß. Okay, okay. Und rein da. Alles klar. Oh, yes. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, das ist ja mir völlig egal. Okay. 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 Ja, das macht er gerne. Das hat er auch schon in SMB gerne gemacht. Und das funktioniert bei ihm immer erstaunlich gut. Okay, verstanden. Muss man einfach sagen, das funktioniert bei ihm immer erstaunlich gut, solche Geschichten. Das kann er hier in Mario Maker auch umsetzen. Das finde ich cool. Er hat das auch mit mehreren Plattformen bei SMB gehabt, aber... Hier ist erstmal nur eine. Ist auch ganz gut so. Um sich dran zu gewöhnen. Wow. Okay, so und jetzt muss ich ein bisschen... Da auf die Stacheln muss ich achten. Aber das ist wieder so eine Physikgeschichte von SMB3, dass ich da plötzlich an Geschwindigkeit zunehme. Und es nicht raffe. Weil die ganze Zeit hier mache ich so kleine Sprünge und plötzlich nehme ich da voll an Geschwindigkeit zu. So. Wohin? Okay. Oh mein Gott. Wir haben's. Nice. So. Nice. Sehr schön. Puh. Ja, die Stelle muss man verstehen mit dem On-Off. Ich habe leider zu spät den Pfeil so richtig wahrgenommen. Ich habe leider den Pfeil zu spät wahrgenommen. Der ist echt wichtig. Sonst wird man an der Stelle bekloppt.
Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ärgert mich jetzt, weil das hätte mir einiges an Wut erspart. Aber gut. Da kann Twakes nichts dafür. So, gucken wir uns das neue Level von Counter an. Semi-Hard 3D-World. 1,20 Rekord. 4,54. Na, das klingt doch schon mal besser als das andere. Entschuldigung. Let's go. Hui. Erstmal eine Zeitverlust. Aber auf die kann ich drauf, ne? Ja. Genau, ich muss an sowas denken. Oh, ich brauche den noch, oder? Ah ja. Ich brauche den noch. Ist das schneller? Oh, da oben ist sogar was. Da oben ist sogar was. Was ist denn da oben? Aha. Okay. Ja, tschüss. Ah, eine Katze. Voll gut. Da bin ich runtergerutscht. Aber die Katze macht natürlich dann den einen Sprung da drüben auch einfacher. Wenn es dann darum geht, da die Wand hochzukommen. Wahrscheinlich würde das nur mit der Katze gehen, oder? Oder geht es auch ohne Katze? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, oh, dass der weiterläuft, ist doof. Mach das nicht, Mario. Mach das nicht. Da komme ich nicht klar drauf. So. Katzi. Oh, das... Das war smart. Das wird jetzt nichts. Ne, das habe ich mir gedacht. Ei. Kann man in die Röhre eigentlich rein von den Kollegen da? Wahrscheinlich nicht. So, wo ist der? Da. Nein. Aber dann war es das jetzt an der Stelle. Oder kriege ich das irgendwie gerettet? Nee. Okay. Gut, aber die Katze holen wir uns. So. So, so sehe ich den jetzt auch. Aber dass der da weiterläuft. Warum macht er das? Warum bleibt ich einfach stehen? Bin ich da zu schnell an der Stelle? Weil ich drücke nichts, der läuft von selber weiter. Ne? Ich kann da nichts dran. Seht ihr das? Der läuft einfach weiter. Oh. Und ich kann nicht an der gleichen Seite hochlaufen. Okay. Mach das doch nicht, Mario. Lauf doch bitte nicht einfach weiter. Was ist das denn für eine Mechanik? Richtig, ist eine ungünstige Mechanik. Macht ihr das als der Mario auch, oder? Ich muss das irgendwie regulieren oder ich muss es genau so machen, dass ich in dem Moment weiterlaufe, wo ich unten drunter durchlaufe. Also wo der unten drunter durchfährt. Das könnt ihr hinhauen. Ungefähr jetzt. Nein! Oh, dann gibt's... Oh, what? Oh, oh, was? Ach so! Ach so! Ja, das muss man erstmal sehen. Alles klar. Counter ist nett. Schon die zweite Sache, die man sehen muss heute. Und sonst macht man sich das Level echt schwer. So. Oh no. Oh no. Das geht nicht gut. Tschüss. Okay, da brauche ich die Dinger dann. Das war nicht so gut. Jetzt gucken wir mal, ob ich da wieder rüberkomme. Und schauen kann, was da drin ist. Ist da auch wieder eine Katze? Ne, zwei Leben. Okay. Dann gucken wir uns erstmal den Rest des Levels an.
Ach, der geht runter. Ich dachte, der geht rüber. Ups. Das war's smart. Aber dann kriege ich ja trotzdem den Sprung sofort hin. Ich muss nur... Aber... Oh, wie mache ich das denn, dass ich den dann loswerde gleich wieder? Also nicht. Ich muss ihn an... Ach, er muss das drücken. Ich bin ja auch eine Nuss. Ja klar, er muss das drücken, nicht ich. So, los geht's. Oder auch nicht. Ei. Aber das läuft. So, dann drückt er das Ding. Ja, jetzt habe ich das verstanden. Und er fährt jetzt mit mir darüber. Dann drückt er wieder das Ding oder auch nicht. Das wird aber noch reichen. Er muss den gar nicht nochmal drücken. Das reicht zeitlich aus. Das reicht zeitlich aus. Hops, 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 hops. Los geht's. Hopp, hier rüber. Schneller. Und dann, keine Ahnung. So nicht. Wie geht's da unten weiter, ist die Frage. Uah. Upsi. Okay. Also, was ist da unten? Ach so. Das war knapp. Ach, und dann kommt das... Ah. Das ist ja vergleichsweise mit der Höhle ganz einfach. Das ist ja vergleichsweise mit der Höhle komplett einfach. Da holen wir uns natürlich mal den Rekord jetzt erstmal. Ach, super. Wait, ich hol den mir... Geht das schneller? Wartet, wartet, wartet. Achtung. Wie ging das? Ne, wie ging das denn? Nein. Oh, wie ging das denn? Wie ging denn dieser Hochsprung? Ja, genau, der. Ah, das könnte trotzdem reichen. Achtung. Ist das schneller? Ich bin mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall schneller. Glaube ich. Keine Ahnung. So, das passt perfekt zusammen. Nein! Und jetzt muss ich ja nicht mal... Nice. Gut, bin zufrieden. Mal schauen, wann der gebrochen wird. Relativ bald wahrscheinlich, aber ich bin erstmal zufrieden. Okay. Sehr schön. Das war das. Haben wir noch irgendwelche neuen Level? Von Kollegen? Oh, Luzi hat auch schon wieder eins gebaut. Easy Little Mirrored Ways. Das haben wir gespielt, ne? Das heißt, das ist alles alt. Dann könnten wir uns das hier noch kurz angucken. Hat einfach noch keiner gespielt, deswegen kann man auch noch nichts dazu sagen. Aber es ist ein Ways, also es ist eigentlich für Multi gedacht. Es ist eigentlich für Multi gedacht. Steht auch dort gegeneinander. 1, 2, also Spieler 1 und Spieler 2 wahrscheinlich. Ach so. Ja, das ist jetzt blöd. Ja, das ist jetzt blöd. Okay. Und da beginnt das Rennen jetzt, oder was? Huch. Oh Gott, was tue ich?
Dann ist da wahrscheinlich keine Schwierigkeit drin, sondern es ist halt wirklich einfach nur ein Wettrennen. Oh, also keine Schwierigkeit, dass man sterben kann, sondern es ist einfach nur ein Wettrennen. Was eine coole Idee an sich ist. Direkt hoch? Nein. Muss ich springen. Oh boy. Oh Gott, die Physik. Okay, danke. Nice. Oh nein. Notenblöcke. Maker-Notenblöcke sind halt auch so eine... Oh, so eine Krankheit einfach. Ich komme mit denen überhaupt nicht vernünftig zurecht. Oh, das tut gut in den Fingern. Eieiei. So, zack. Zack. Ja, und da drüben ist dann die Spur von dem anderen. Wahrscheinlich ist dafür der Swamp da, dass man das irgendwie so als Startpunkt hat. Oder keine Ahnung. Oh, auch eine coole Idee. Auch eine sehr coole Idee. Nein! Und was mache ich jetzt? Kommt der wieder? Ja, okay. Dankeschön. Ah, nice. Sowas ist als Wettrennen halt echt großartig, ne? Oh, ich bin auch zu doof gerade. So, so. Nein, jetzt laufe ich wieder hoch. Ah, ich mach's genau falsch. Okay, super, jetzt haben wir's. Oh, ich muss das auf der anderen Seite machen, oder was? Ah, okay, cool. Will jetzt einfach nicht aufhalten lassen. Wie gesagt, als Wettrennen super. Jetzt alleine halt interessant zum Angucken, aber nichts Herausfordernderes. Also nicht... Ne? So. Ihr wisst, was ich sagen will. Ah! Die Idee ist aber echt großartig. Alles klar. Ja, da habe ich das Rennen wohl gewonnen, ne? Ja, gut. Ah, sehr, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Sehr cool. Was ist jetzt die 2? Ist dann einfach für den zweiten Spieler, oder wie? Ja. Das heißt, er zählt praktisch runter, der On-Off. Der Swampy. Der eine geht durch die eine Tür, der andere geht durch die andere Tür. Das heißt, damit kann man mehr oder weniger das dann synchronisieren, dass es halt gleichzeitig losgeht, schätze ich mal. Und durch den Swamp, weil durch den Swamp... Ja, na klar, durch den... Ja, ist ja logisch. Durch den Swamp hast du dann ja auch eben entsprechend, dass alle gleichzeitig losgehen können. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr coole Idee. Habe ich so noch nicht gesehen. Weiß nicht, ob das jemand anders schon mal gebaut hat. Cool auf jeden Fall. Okay, gut. Gespielt haben wir es ja schon. Sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir haben in diesem Video 3 neue User-Level gespielt. Finde ich gut. Das wollte ich nicht. Na, das waren, glaube ich, alle 9. Ich kann noch mal kurz nachgucken. Ach, ich muss es mal aktualisieren. Ne? Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ups. Aber das hat sich selbst aktualisiert. Okay, nee, da ist nichts. Nichts Neues. Nur die noch nicht, noch keine Fahne haben, die haben wir einfach nicht geschafft. Ne? Das ist hier dieses krasse Level. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Hat bisher auch immer noch nur einer geschafft. Der mit den 24 Minuten. Da sehe ich mich einfach nicht. Und das hier würde ich halt gerne mal schaffen, aber es ist halt, es ist auch nicht so simpel. Aber es gab schon 58 Abschlüsse. Huh. Haben wir sonst noch irgendeins nicht geschafft von denen hier? Ne, hier habe ich, glaube ich, mir sonst keins aufgehoben, ne? Ne, hier habe ich keins aufgehoben. Ich müsste bei denen, die ich gespielt habe, gucken. Da sind noch ein paar, die ich nicht geschafft habe, wo ich gesagt habe, die machen wir irgendwann nochmal. Wahrscheinlich ist das auch wieder so eine Ankündigung, die ich nicht einhalten werde. Es tut mir jetzt schon leid. Gut, aber danke fürs Zuschauen und tschüss!